Na schön. Ich hau immer den Boden auf. Spitzhäckchen. Oh. Danke. Ja, wenigstens einen Bogen droppen können. Aber egal, ist doch egal. Ach so, hier ist das Ende. Ja gut. Hä? Ach so. Wir stopfen das aber mit Erde. Das macht eigentlich auch nicht sehr viel. Ich möchte nur nicht, dass hier ein paar Monster spawnen. Dass es hier zum Monster-Spawn-Freizeitvergnügen hier geht. Sobald wir alle hier miteinander verbunden haben, können wir alles drinnen ausheben. Ich glaube, das sollte auch nicht allzu lange dauern. Nämlich, wir haben hier schon ordentlich was schon weggeräumt. Sehr schön. Er geht dann hier hin. Gar nicht, was ich mit der ganzen Erde machen soll. So, das haben wir jetzt. Jetzt können wir uns mal hier in die Mitte machen. Ja, man sieht da durch den X-Ray, was alles da so noch wegzukriegen ist. Aber wozu haben wir denn die Diamantspitzhacken, wenn man sie braucht, ne? So. Kohle freigelegt. Brauchen wir auch bald mal wieder. Keller freizulegen ist auch schön hier. Schöne Drecksarbeit. Schöne Drecksarbeit, die man nicht machen müsste. Ich machen muss. Ich bin natürlich auch immer offen für Vorschläge oder so. Vor allem, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich machen soll, dann könnt ihr mir einfach schreiben. Ich bin dann der Doofe, der die umsetzen muss. Das habt ihr dann das Vergnügen, nicht die Drecksarbeit. Wie jetzt gerade auch hier beim Keller. Aber so ist Community. So soll Community sein, so sollen wir eine Community aufbauen und das geht nur während, indem wir uns untereinander helfen. So, die hat aber richtige Haltbarkeit, die Diamantspitzhacke. Also eine Steinspitzhacke wäre schon locker 6-mal kaputt gegangen. Das kann ich schon mal sagen. So. Einfach irgendwie reinbuddeln. Hauptsache, es geht. So. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Müssen wir noch die Decke ausgleichen. Dann haben wir das auch. So, der Rest hier ist Stein, das machen wir gleich. Aber jetzt kommt erstmal.
Ich höre schon wieder ein Skelett. Ist wahrscheinlich vielleicht hoffentlich oben in der im Teil, aber ich glaube nicht. So, dann haben wir da unten die vier Ecken. Und jetzt kommt die nächste Drecksarbeit. Alles muss weg, alles muss neu. Alles weg mit diesem Scheiß. Kohle kommt alles mit. Es regnet. Unser noch nicht ganz fertiges Dach. Es gewittert. Dunkle Wolken ziehen über uns her. Ich im Keller, immer noch dabei, die Kohle aus dem Stein zu schlagen. So. Ich nehme das Eisen natürlich sehr gerne mit. Eisen. Ein Geschenk von Gott. Für die Menschen. Kohle. Kohle aus dem Gestein zu schlagen. So, ich versuch's natürlich so ein bisschen. Ja. So. Ich hoffe, es hört sich gut an. Ich weiß es natürlich nicht. Hier haben wir nochmal Granit. Granit, Banit, Talit. Können wir hier nochmal... Oh, hier können wir nochmal rausreißen. Klack, klack, klack. Creepy. Creepy, Steve. So. Ja, okay, wir legen erstmal alle Sachen hier rein. Acht Fackeln haben wir noch. Huch. Ich brauche noch mal eine Spitzhacke. Mit der geht's wirklich nicht. Und genau, das könnt ihr auch noch mal. Ah, schön. Oh. Wo habe ich mein Diamantschwert? Scheiße. Er tötet mich. Ich muss überleben. Überlegen, habe ich gesagt. Überleben. Ich habe irgendwie immer das Problem mit überlegen. Und überleben. So, und das braten wir uns hier erstmal. Würde ich sagen, geht's hier langsam runter. Dann haben wir den Keller. So. Erstmal hier unten mit Fackeln ausfüllen. Hier mache ich eine schöne Säule hin. Mit vielen Fackeln. So. Schön. Da haben wir auf jeden Fall mal einen schönen Keller. Wo dann noch ein paar Räumlichkeiten reinkommen. Aber jetzt würde ich sagen, essen wir erstmal eine Runde. Lecker. Ich guck mal, ob wir noch einen...
Kaninchen oder sowas haben. Oh, Alter. Wir brauchen vielleicht noch mal Holz für kleines Dreierteile-Steps hier. Dreierteile-Steps hier vor allen Dingen. It's a half step. It's a half step. So, und dann können wir eigentlich schon wieder ausdachen, das Dach fertig machen. Nochmal dreimal poliert Granit. Nochmal hier so ein bisschen. Darauf zurückzukommen. Wir gucken noch mal kurz. Wir können nämlich Knochen mit Knochenmehl verwandeln. Mit Knochenmehl können wir hier die Sachen schneller zum Wachsen bringen. Man sieht, bekommen wir auch noch sogar so ein Graszeug raus und Blumen. Ist aber eigentlich auch ganz gut. Wir haben Samen. Seeds. Nasse Samen Seeds. So, die fällen wir aber mit der Hand. Klappt ja super.